Hallo und herzlich willkommen, meine Pokémon-Freunde. Wir sind hier zurück bei Spieleschmacht Pokémon. Ich habe den Wollo dabei, wie ihr seht. Hallo. Na, Wollo, kennst du mich klein? Ja. Was? Soll ich mich mal ein bisschen bücken? Dann kannst, ja, bück dich mal ein bisschen. Kannst du mal Aquaknarre machen? Mach ich. Dreh dich mal um, mach dir mal den Hintern, Olli, sauber. Oh, das wäre geil. Stell mal vor. Ich hab mir ja, gestern. Ja, super, da war auch ein Schiki für, ne? Das kann ich euch gleich erzählen, Leute. Ja, ihr seht vielleicht, wir sind jetzt. Ich könnte schwören, ich bin wieder durch ein Dimensionstor gefallen. Ja. Wir, Wolle und ich haben ganz viel am Stück aufgenommen und leider sind die Dateien korruptiert, sagt man das so? Gibt's nicht. Die Dateien, Leute, sind wirklich kaputt. Das tut uns sehr leid, aber wir schließen das vollkommen erfolgreiche Pokémon-Spieleschmacht-Let's Play, was sehr lange lief, weil es ein sehr langes Spiel ist, jetzt mit den Top 4 ab. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Und dann werden neue Abenteuer auf unsere Helden warten, nicht wahr? Ja. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas machen muss. Komm, ich heile noch einmal meine Pokémon auf Ehre. Ich weiß nicht, ob sie tot sind, aber... Wir haben es ja auch grundverkehrt gemacht, Cole. Wir hätten einfach das ganze Pokémon-Let's Play so machen müssen, als wären wir Anime-Figuren. Ja, Wollo, du kannst auch die... Du solltest Synchronsprecher werden. Ja, danke, Leute, übrigens. Das freut mich, also, dass ihr dann doch meine Stimme so super fandet, dass ich Synchronsprecher werden sollte. Das macht mich wirklich glücklich. Oh nein. Du kannst das nicht. Als Maul, Alter. Klar kann ich das. Einfach völlig ungeeignet als Synchronsprecher. Überhaupt nicht. Oh nein, ich glaube, ich bin ein Anime. Ach ja. Findest du ehrlich sexy, Korne? Ich habe zu Videospielcharakteren keine sexuelle... Ach so. Ich spüre da nichts, nee. Also ich könnte mir... Wenn es ihn echt geben würde. Nichts, wenn du die siehst. Nee. Aber es liegt nicht an ihr, sondern einfach daran, dass sie eine Videospielfigur liegt an dir. Ist. Ja, ja, es liegt an mir. Guck mal. Liegt meist an dir, Cornel. Man kann so mit Pikachu. Nee. Was ist das? Weiß ich nicht. Das frage ich mich auch gerade. Okay, ich habe einfach Shiggy geboostet. Ja, kein Problem für meinen Shiggy. Wollo! Setz Hydropumpe ein! Ach scheiße, das kannst du ja nicht. Nimm doch mal ein Pokémännchen, das auch effektiv wäre. Ja, aber ich sollte doch Chigi involvieren, hast du gesagt. Ja, wenn es Sinn macht. Ich dachte, die lassen jetzt sterben. Ja, das Jugong ist halt auf Level 61, Chigi ist halt zu low. Ja, aber der steigt ja gleich 18 Level auf. Kannst natürlich auch einfach Mewtwo nehmen und damit das Spiel eben durchspielen. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja, spiel jetzt einfach das Spiel durch und all die Klappe, Alter. Ja, Leute. Der Arsch weh. Ja, schon. Fängt ja gut an. Ja, kann ja nichts dafür. Leute, ich habe auch, Mega-Entwicklung. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Donnerblitz. Mewtwo, Donnerblitz! Mal so habe ich mir das vorgestellt. So habe ich mir das vor. Übrigens, Cornel, wir haben gestern im Stream uns Grills angesehen, echte. Und? Also ich würde oben und unten, ne, Grills bekommen für 550 Euro schon. Und die sehen dann gut aus? Ja, die werden halt komplett Silber oder komplett Gold oder rosa Gold. Wie rosa Gold Peach. Okay, ich hab Fragen. Ja, frag. Womit fang ich an? Sind die rausnehmbar? Nee, die habe ich dann für immer, Cornel. Wirklich? Nein! Bist du dumm? Natürlich sind die rausnehmbar. Ja, dann hol dir doch welche. 550 Euro! Ja, komm, alles für eine Masse. Das war... Aber ich glaube, ich muss die sofort bezahlen über PayPal. Das Ding ist halt ja momentan ein Angebot, wegen Corona, arbeiten die nicht bis zu dem und den. Und ist bis zum 25%, wenn man jetzt vorbestellt. Hey, mach doch! Nein, kann ich nicht machen. Hey, wieso? Ja. Wir haben doch das Patreon-Geld. Wird das in Grills gesteckt? Ja, dein Anteil, den kannst du in Grills stecken.
Boah, es wäre so cool, ne? Es wäre so cool, so unglaublich cool. Ich wäre der coolste Mensch der Welt. Ja, vermutlich. Ist so. Alter, als ob du dich damit vor die Kamera trauen würdest. Oh, sofort, Alter. Als ob, du bist so ein... Ich bin der glücklichste Mensch vor der Kamera. Der glücklichste. Ach, das ist halt auch eine Lüge, Alter. Du findest immer was, um zu heulen. Wahrscheinlich werden mir die Zähne wehtun. Aber man kriegt vorher halt so eine Schiene für einen Abdruck. Und ja, die muss ich dann machen und dann machen die mir Grills. Ja, mach das doch. Ja, wäre krank, ne? Ja, was sind denn, Silber nehmen. Was sind denn 550 Euro für jemanden wie dich? Das ist doch... Das sind 550 Euro für jemanden wie mich sind 550 Euro. Also Peanuts. Das ist noch nicht mal jetzt eine Monatsmiete. Das schüttelst du doch aus dem Ärmel. Das ist doch. Ja, das ist halt tatsächlich nicht mal eine Monatsmiete. So wie wenn ich mir 3 Tüten Chips kaufe. So ist das für dich. Richtig. Ja, ich sag mal so, ich überlege auf jeden Fall, mir die irgendwann zu holen. Wenn es mir noch ein bisschen besser läuft, dann hole ich mir wahrscheinlich welche. Noch besser? Ja, aber dafür muss es noch besser laufen. Der Mann hat den Bezug zur Realität verloren, ey. Das ist unfassbar. Nee, du hast den Bezug zur Realität noch nicht kennengelernt. Wenn auch noch die Krankenkasse und so dazukommt. Hey, und alles. Du bist so, ich ordne dich in Sphären ein mit so Leuten wie Jogi Löw, ja, oder so gemachte Männer. Ach so. So mit einem Konto voller Gold. Du solltest es doch mit am besten wissen, Cornel. Mhm. Wie es ist. Ist Flammenwurf auch stark? Gegen Eis müsste das stark sein, ja. Gegen Weiß. Gegen Eis. Ach so. Huh. Ja, aber ist ja ein Boden-Pokémon. Aber ist, glaube ich, auch gegen Boden stark? Ich weiß nicht. Nee. Schon lange nicht mehr gespielt. Das sagst du jetzt einfach so. Guck das mal nach, bitte. Ich guck das jetzt nicht nach. Guck mal nach! Oh, ja. Gegen was ist Feuer effektiv? Feuer effektiv. So. Du musst mir übrigens noch 40 Euro überweisen. Weiß ich. Ja. Ich bin gefragt, wenn du fragst. Jetzt, ich musste mich eventuell Leute einkaufen, auch wenn ich das nicht hinkriege. Pokémon vom Typ Feuer sind stark gegen Pflanzen, Eis, Käfer und Stahl-Pokémon. Ja, habe ich schon gesagt. Und gut gegen Boden. Und schwach gegen Feuer, Wasser, Gestein. Und Drache-Pokémon. Ja, siehst du, also normal gut gegen Boden. Guck mal, da bin ich. So siehst du dich halt wirklich, ne? Das ist schon, manchmal, ja. Gibt so Momente, wo ich mir denke, krasser Körper, Bruder. Krasser Körper. Vor allen Dingen im Essensvideo hast du das gedacht, ne? Das ist richtig, ja. So, jetzt wollen wir aber mal nicht mit dem wunderschönen Shigi anfangen. Sondern ich zeige euch mal was, Leute. Ich habe 2 Gluraks dabei. Das hat einen Grund. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte keine Grills. Okay. Kriegst du auch nicht. Ich ordne dich nämlich in Sphären ein, wie den Typen, der in der Parkbank auf der Parkbank drüben schläft. Ja. Und der hat auch keine Grills. Das ist vollkommen richtig, Alter. Guck ihn dir mal an. Jetzt hab ich einen steifen. Ist geil oder ist geil? Ja, ist ziemlich nice. Ist gut, dass du ein Feuer-Pokémon genommen hast gegen Gestein, wo ich gerade noch vorgelesen habe, dass es nicht gut ist. Ja. Es ging ja gar nicht da, es ging ja nur ums Flexen. Wäre gar nicht schlecht gewesen, also. Shigi ist zwar ein bisschen low, aber der wäre gar nicht so überscheiße gewesen. Shigi wäre gut gewesen. Boah, guck dir mal ihn an. Jetzt flexen wir richtig. Guck dir mein Dragoran an. Oh, geil, Alter. Die Leute. Weißt du, andere flexen mit Drills und andere mit Shiny-Pokémännchen. Ja, ist halt... ich hab sie halt, ne? Soll ich sagen? Wie läuft es? Ich bin bescheiden, ne? Also, ist alles gut.
Du musst erstmal abnehmen, dass wir dich in ein Gucci-T-Shirt packen können, ey. Alter. Will dich endlich in so einem T-Shirt sehen. Oh, ich möchte kein Gucci anziehen. Das sieht so scheiße aus, sieht so hässlich. Oh mein Gott, das wird so super. Ich. 400 Euro für den hässlichsten Stoff. Fetzen Stoff, den man jemals gesehen hat, ey. Hammer. Und Korne sitzt da drin. Ich verstehe es. Es fällt mir jetzt so schwer, sowas nachzuvollziehen, wie man so viel Geld für ein T-Shirt ausgeben kann, wo man sich ja eh denkt, so scheiße, gleich esse ich, dann kleckere ich das voll. Weißt du? So. Es wird dich schockieren, Korn, aber so denken manche Leute nicht. Naja, aber ich bin halt manche, so... Manche kleckern sich beim Essen gar nicht voll. Ja, ihr seid Helden, Alter. Kauft euch einen Keks, mir doch egal. Das Problem ist, dass ich halt so ein Mensch bin, ich wäre ungeschickt. Mir passiert es sofort. Wenn ich mir ein 400-Euro-T-Shirt anziehe, dann werde ich mich umdrehen und dann ist eine Frau hinter mir mit einem Rote-Bete-Saft. Und dieser Rote-Bete-Saft wird auf meinem T-Shirt landen. Ich kann das nicht. Ich verstehe auch nicht. Keine Ahnung. Aber ist auch schwierig. Also, das macht man halt, wenn man Geld hat. Wenn das Geld keine Rolle spielt. Ja, aber warum? Dann kauft man sich... Ja, wenn man das Geld sowieso hat, ist doch scheißegal. Dann kannst du auch für 400 Euro ein T-Shirt kaufen. Du gibst 800 Euro im Monat für Lieferando aus. Also ich bitte dich. Das können andere Leute auch nicht nachvollziehen. Stimmt überhaupt gar nicht. Außerdem... warum natürlich stimmt. Nein, also... Dann sind es halt 730. Egal. Auf jeden Fall viel zu viel. Nein, so viel habe ich nicht ausgegeben. Erzähl doch keine Fake News. Aber man gibt viel zu viel Geld aus dafür. Ja, aber das sind Lebensmittel, die ich da kaufe. Ja, aber seien wir ehrlich, im Monat hättest du ja auch, wenn du auf Lieferando komplett verzichtet hättest, hättest du auch ein Gucci-T-Shirt kaufen können. Im Monat. Das kommt schon hin. Das glaube ich nicht, nee. Aber alle zwei Monate hättest du ein Gucci-T-Shirt kaufen können. Ja, aber selbst wenn, dann hätte ich ja, ich hätte ja trotzdem was essen müssen. Ja, aber ob man Mittagessen für 20 Euro kauft oder ein Kilo Kartoffeln für 2,30 Euro, macht schon einen Unterschied, ne? Ja, aber ein Kilo Kartoffeln ist ja auch nur ein halbes Mittagessen. Also, ich habe mir gestern zum Beispiel wieder ein Kilo Kartoffeln gemacht. Nee, stimmt gar nicht. Vorgestern, Alter, die Zeit fliegt, ne? Vorgestern habe ich mir ein Kilo Kartoffeln gemacht mit Hähnchenbrust hatte ich noch. Mariniert. Paprika mariniert. Hm. Das kriegt man auch zum vernünftigen Preis. Unter 25 Euro. Ja, das waren 2 Euro. Und mit 20 Euro kommst du bei Lieferando ja kaum hin. 2 Euro die Kartoffeln und 4 Euro das Fleisch. Also so 6 Euro. 6,50 Euro hat das gekostet. Ja. Siehst du, hast du schon mal 19 Euro gespart an dem Tag. Ja, aber... Schätzen wir mal. Sagen wir, ja, 19 ist jetzt übertrieben. 10 bis 15. Weiß ich nicht. Also bei den Mengen, die du bestellst, zahle ich auf jeden Fall, komm ich bei mir immer auf über 20 Euro, würde ich sagen. Ich habe ja nicht immer in solchen Mengen bestellt und ich habe immer so eigentlich zwischen 15 und 20 Euro bestellt. Also immer so 15, 16, 17, 18, 19 Euro. Ja, trotzdem. Also da kommst du schon schnell auf so ein T-Shirt. Das heißt, wir sagen mal 12 Euro. Spiel weiter, du kannst reden und spielen. Nee, das ist das. Ich andauert, wie du hier ewig lange... Nichts passiert. Ja, man muss ja auch den Kampf auf sich wirken lassen. Wenn ich 12 Euro pro Tag sparen würde, was ja auch eine dumme Rechnung ist, weil das war ja nur mein Mittagessen. Das heißt, ich habe ja noch gefrühstückt, 3 Brötchen, also 3 Aufbackbrötchen. Ja, aber die bestellst du ja logischerweise nicht. Warum ist es dann eine dumme Rechnung? Ich rechne nur das, was du, ja, nee, Lieferando-Geld sparst. Nee, wenn ich Lieferando-Bestellungen gemacht habe, war es ja meistens mein einziges Essen. Und das Frühstück ist so wenig, wenn du dir diese Aufbackbrötchen kaufst. Ja, ich dachte nur, das sagen wir... Das kostet so wenig, ja. Alter, da kommst du auch nicht... Das kannst du dir nicht schön rechnen mit Lieferando. Nee, sagen wir auch 2 Euro für den Rest und dann sparen wir 10 Euro am Tag. Dann sind das selbst bei 30 Tagen, wären das nur 300 Euro, die man da sparen würde. Ja? Ja. Das ist kein Gucci-T-Shirt. Und, wie gesagt, es sind ja Lebensmittel. Das heißt, von diesen 300, die ich da spare... müsste ich ja einen Teil trotzdem ausgeben, wenn ich nicht bestellen würde.
So. Ich. So, ja, dann rechnest du halt so. Egal. Ich habe mir jetzt für diesen Monat vorgenommen, kein einziges Mal bei Lieferanten zu bestellen. Ich auch. Das ist für dich auch einfach. Hä? Du kannst ja auch nicht. Was soll das denn heißen? Ja, bei dir gibt es keine Liefermöglichkeiten. Ja, das ist jetzt so, als ob es so einfach wäre. Alter, ich hatte gestern so Suchtdruck, ey. Ach, ja, ich gestern Abend aber auch noch. Also ich wollte nach dem Stream hatte ich auch so. Ich hatte noch ein Brötchen nach dem Stream und ich hatte noch zwei Röstis vom Mittagessen. Alter. So, das habe ich mir dann noch gemacht. Ja, gemacht. Das weiß ja nichts. Das ist ja nichts, seien wir mal ehrlich. Und das ist, wir reden von so einem kleinen Mini-Brötchen, Knack und Back. Ne, also kein richtiges Brötchen. Und ich war auch die ganze Zeit so am, oh, scheiße, ich will noch was essen. Eigentlich habe ich mega Hunger, fuck. Und dann habe ich auch noch einen Stream gesehen, da hat er auch noch gegessen, das hat mich richtig fertig gemacht. Aber ich dachte mir, Alter, du gehst eh gleich in einer halben Stunde wahrscheinlich schlafen, reißt dich einmal im Leben zusammen. Du weißt, wie schwer du geatmet hast in dem Essensvideo, in dem Kochvideo. Ja, du musst dich zusammenreißen. Und ich habe es geschafft, ich habe mich zusammengerissen, ich habe danach nichts mehr gegessen. Krass. Stolz? Schon ein bisschen, muss man sagen. Was hast du gestern Abend noch gemacht, während die Sucht kickte? Nichts. Nice. Ich habe in meinem anderen Zimmer auf meinem Sofa habe ich noch eine Lidl-Tüte stehen. Und da ist noch ein Netz Mandarinen drin. Mandarinen? Dann bin ich mal gucken gegangen und habe gesehen, ja, die schimmeln. Oh. Ja. Dann habe ich nichts mehr gemacht. Dann habe ich mich einfach beim Schicksal ergeben. Es ist immer so, wenn man sich Äpfel oder so kauft. Man denkt immer so, wow, kaufe ich mir Äpfel, dann kann ich zwischendurch mal Äpfel essen. Eine gute Sache. Und irgendwann stellst du fest, ja, wenn ich heute die Äpfel nicht wegschmeiße, dann freuen sich die Fruchtfliegen aber sehr. Jetzt wird es mal langsam Zeit. Ja, normalerweise, es ist schwierig, weil wenn man das dann kauft, eigentlich esse ich sowas schon gerne, aber wenn man es dann halt gekauft hat, steht man so unter Druck, dass man es halt essen muss. Das hört sich jetzt doof an, aber ja, was soll ich sagen? Es ist halt so. Und, Entschuldigung, ja, und das war einfach, ja, Mann, ich hätte die halt gestern wirklich gebraucht, Alter, die Mandarinen, weißt du? Das wäre gut gewesen. Aber da waren sie dann wieder nicht da für mich. Das ist halt, das sind halt keine guten Freunde. Weißt du, wenn du so eine hochkonservierte Tüte Chips oder so, die hält sich halt. Theoretisch würde die sich 2 Jahre halten. Die wäre da in schlechten Phasen. Aber die isst man dann ja auch, wenn es einem gut geht. Das ist halt das Problem. Und dann saß ich hier gestern, ne, und der Suchtdruck hat mich einfach fertig gemacht. Ich konnte nicht ruhig sitzen bleiben. Ich bin ja eh die ganze Zeit unruhig. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, die ganze Zeit, dass ich etwas essen will. Und ich konnte diesen Gedanken nicht mehr aus meinem Kopf kriegen. Ich habe einfach die ganze Zeit mit mir selbst darüber geredet in meinem Kopf. Dann habe ich überlegt, kann ich noch irgendwas bekommen? Gibt es noch eine Möglichkeit? Gibt's nicht. Komm ja irgendwas ich war auch dran. Gestern Abend nochmal auf pizza.de. War ich drauf, um zu gucken, was hat so auf. Und da waren auch noch Sachen, wo ich mir eigentlich dachte, ja. Aber ich dachte mir, nee, du wolltest diesen Monat nicht bestellen. Eventuell mache ich eine Ausnahme, wenn am Donnerstag der Alex Flattermann-Stream ist. Da! Nein! Da geht ein Döner. Das muss ja entsprechend. Den kannst du dir aber auch zu Fuß holen vorher. Nee, kann ich nicht, weil bei uns hat Corona alles dicht gemacht. Da, abholen kein, kann man. Kein Dings mehr. Doch. Abholen gibt es bei uns, glaube ich, nicht mehr. Ach, das ist. Guck mal, so ist er, ne? Abholen, glaube ich, nur bis 15 Uhr. Ja. Und der Flattermann geht um 15 Uhr los. Ja. Ich will aber um 18, 19 Uhr essen. Ja. Ja. Das ist natürlich ärgerlich. Colin, ich kann doch laufen, so ist es nicht. Also ich könnte mir den Döner abholen. Ist nicht weit. Ich könnte mir den Döner. Ja, ich weiß, dass es nicht weit ist. Umso trauriger. Ja, aber wenn es nicht geht, ne, wenn alles geschlossen ist, dann haben wir ja Pech gehabt, ne? Mhm. Da hast du vollkommen recht. Das ist manchmal so im Leben. Ja, das wäre die eine Ausnahme, wo ich sagen würde, da darf ich. Aber ansonsten bin ich die ganzen Monate nicht und
Der ziehe ich auch durch. Ich habe ja auch gut gehamstert. Das muss ja auch irgendwann mal weg. Mittlerweile bin ich nämlich der Meinung, das war unnötig zu hamstern. Ah. Ich habe so viel Nudeln, Alter. Ich weiß gar nicht, was ich die jemals im Leben aufessen soll. Also, und ich... Weißt du, was du meinst? Wie viele Menschen jetzt zu Hause sitzen und sich denken, boah, ich habe so viel Klopapier und so viel kacke ich gar nicht. Weißt du, und ich sitze hier, wo alle immer sagen, Kohle, wie kann man so viel Klopapier brauchen? Ja, mein Arsch ist halt so dreckig. Und ich sitze hier und kann meinen Arsch nicht abputzen. Ich habe kein Klopapier mehr. Ja, was machst du da jetzt eigentlich? Ja, was soll ich machen? Keine Ahnung. Ich kacke in der Badewanne. Gehst du da duschen? Ich lege mich in eine Badewanne, mache Wasser voll und dann kacke ich einfach ins Wasser und warte. Und dann gucke ich, was passiert, Alter. Überleg dich, Alter. Was soll ich machen? Ich keine Ahnung. Ich dusche, dann wird wenigstens abgeduscht direkt. Statt sich da reinzulegen in die Scheiße. Alter, was ist denn los mit dir? Ja, natürlich mache ich das nicht. Das war ein Spaß. Muss ich das noch dazu sagen, Alter. Bist du so einer? Ja, bei dir weiß man nie. Junge, ey. Ich setze mich auf meine Toilette kacke. Ich habe halt... Meine Brüder haben jetzt die waren halt dann noch unterwegs. Wenn Korne seine Brüder nicht hätte, ne? Ja, dann wäre der hat halt ein Auto und die waren dann unterwegs, haben halt gesucht hier in der Stadt überall, haben halt nichts mehr gefunden und die haben dann halt von irgendwo eine Packung Taschentücher mitgebracht. Also so 20 Packen Taschentücher. Ich wollte gerade sagen, eine Packung? Nein, so ein... Dinge, wo halt mehrere Packen drin sind. Taschentücher, oh mein Gott, du wirst bald ein verstopftes Klo haben. Ich wollte gerade sagen, aber damit darf man ja auch sich den Arsch nicht abputzen. Da kommen ja direkt wieder die Leute, dann verstopft das Klo. Ja, das ist ja nicht nur, wann verstopft das Klo, sondern das Klo verstopft ja wirklich. Und wenn dann das Klo verstopft, ist das Geheule groß, Kornel. Ja, aber was soll ich denn machen, soll ich meinen Arsch? Das Ding ist halt... Ey, da, Chubby-Geschichte, ich habe eine Chubby-Geschichte dazu. Ja, erzähl. Zum verstopften Klo. Weil die letzte ist da, so... War auf Toilette, beziehungsweise ich glaube, wir waren hier auch auf, wir waren gerade fertig. Ich musste halt kacken und habe dann gesagt, so, ich muss jetzt kacken, ist jetzt vorbei. Und gehe ich zum Klo, ist natürlich besetzt. Denke mir so, oh nein. Warte. Und denke mir so, Alter, jetzt musst du was sagen, sonst hast du gleich ein Problem, ne? Dann so, ey, wie lange brauchst du noch? Sie so, ja, ich habe hier ein Problem. Wie, du hast ein Problem? Ja, die Toilette ist übergelaufen, ist verstopft. So eine, oh mein Gott. Mach auf, Alter, das Klo einfach bis oben hin voll, ne? Hat die einfach wieder so einen Haufen geschissen, dass sie mein Klo verstopft hat. Das ist halt so typisch. Und dann wieder so viel Klopapier benutzt, weil ihr alle euch im Stehen den Arsch abputzt. Und ihr dafür viel zu viel Klopapier benutzt. Das ist überhaupt nicht Alter, zu tun. Und ich hatte einen kurzen Nervenzusammenbruch, weil Korn, er hat halt schon angeklopft, ne? Er guckte schon zur Hälfte raus, wie man so schön sagt. Ey, wie kann das bei dir? Das kann bei dir doch gar nicht zur Hälfte rausgucken, das ist auch flüssig. Ja, das war auch mehr so ein Spaßenspruch. Also hat richtig, ja, okay. Es war halt richtig, richtig, richtig brutal eng, die Geschichte. Und ich habe auch keinen Pömpel oder so, ne? Ja, man muss dann halt irgendwas nehmen, womit man die... Aber das ging ja noch Gott sei Dank weg, aber ab jetzt musst du hier mal nachher Hälfte schon mal spielen. Ja, also eher... Ist das noch nie passiert? Bei mir passiert das nie. Ja, du machst ja auch... Wie soll das auch bei dir passieren? Nee, kann auch nicht, weil ich ja auch noch nicht so viel Klopapier benutze wie ihr. Drück jetzt Psychokinese, mein Gott! Junge... Man merkt, dass du seit Ewigkeiten nicht mehr streamst und Let's Plays. Das stimmt überhaupt nicht. Reden und gleichzeitig Videospielen ist dir nicht mehr möglich, oder? Das triggert Megacorn, wenn man das ansieht, ne? Und der Typ drückt nicht A. Bleibt andauernd stehen. Was ist denn da los? Das triggert übelst. Spiel das Spiel bitte. So, ein Top-Elixier. Gebe ich mal meinem YouTube. Und dann. Wir müssen noch zwei Trainer besiegen. Ja, das wird noch ewig dauern. Wie war das noch? Das Spiel geht schnell. Allein das hier dauert schon ewig. Ja, und bist du dann auf Toilette gekommen oder hast du die Hose? Ja, ich weiß nicht mehr, wie wir es gemacht haben. Aber es lief dann ab. Und wenn ich auf Toilette gehe, ist ja kein Problem.
Seitdem ist es auch nie wieder passiert, logischerweise. Naja, aber deswegen, Cornel, denk dran, das geht so, das geht schneller, als du denkst. Auf einmal, zack, bumm, stehst du da mit einer verstopften Toilette, weil du Taschentücher benutzt hast. Vor allen Dingen, du wirst ja nicht nur ein Taschentuch benutzen, wie ein normaler Mensch. Sondern wahrscheinlich hast du drei Packen Taschentücher benutzt pro Stuhlgang, oder? Ich habe noch gar kein Taschentuch benutzt. Nee, musst du noch nicht. Nein. Aber du wirst ja irgendwann müssen. Weiß ich noch nicht. Mal gucken, wie sich der Tag heute entwickelt. Ja, aber du kriegst ja heute auch kein Klopapier. Ja, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ich war gestern relativ viel abends kacken. Vielleicht muss ich heute nicht. Und vielleicht kriege ich noch was organisiert. Man weiß es nicht, ne? Aber ja, vielen lieben Dank an alle, die gehamstert haben. Ich hasse euch. Naja, aber die haben Klopapier. Ja. Vielleicht kannst du ja bei eBay Kleinanzeigen in deinem Bereich irgendwie Klopapier kaufen. eBay Kleinanzeigen. So, das war... Und was suchen wir? Klopapier. So, was haben wir denn da? Klopapier-Papprollen zu verschenken, Klopapier abzugeben in Bergneustadt. Kann man die Papprollen auch verkaufen? Nee, sind zu verschenken in diesem Fall. Weiß ich nicht. Aber jetzt hier, das ist kein Witz, Kornel. Pass auf. Klopapier abzugeben, Nordrhein-Westfalen, Bergneustadt. Ich habe eine Packung Klopapier mit 8 Rollen abzugeben. Abzuholen, Bergneustadt, Stadtwald. Mein Sohn würde sich über eine Tüte Brause-UFOs freuen. Kein Joke, ist vom 6.4., also von heute, haben sich schon 32 Leute angesehen. Ist wahrscheinlich schon weg. Dreilagig übrigens. Dreilagig ist gut. Also ich bin aber schockiert, dass es das wirklich gerade gibt. Ja, aber im Endeffekt, also ist ja relativ billig für eine Packung UFO, Brause-UFOs. Die Frage ist halt, warum nimmt man Brause-UFOs? Das triggert mich halt schon wieder. Alter, Brause-UFOs fand ich als Kind aber auch mega nice. Nee, die machen... Finde ich auch heute eigentlich noch ziemlich cool. Nee, das sind zwei davon sind halt cool, aber du willst ja so eine Packung am Stück essen. Ja, es gibt auch Leute, Nein. Die wollen 18 UFOs am Stück fressen. Die denen reichen zwei am Stück. Du willst so eine Packung am Stück. Wieder eins. Ach, so ein... So lebt... Doch. Nein, so lebt kein Doch. Mensch, nein. Ich schon. Ja, du bist ja auch nicht normal. Ich glaube doch. Nee. Keine Ahnung, manchen Leuten sind nicht so auf Süßigkeiten aus. Brause-UFO, Alter. Brause-UFO sind cool. Jetzt cool, hätte ich gerne Brause-UFOs. Esspapier ist auch ziemlich nice. Esspapier hätte ich jetzt Bock drauf. Schigi, nein. Gibt's auch in meiner Gegend ein schönes Klopapier? Osnabrück Klopapier. Hier ist natürlich keiner so ein Ehrenmann, ne? Nee. Tatsächlich nicht. Kassenrollen. Ich will den Kassenrollen kaufen. Inkassorollen kaufe ich mir wohl. So, grüß dich, Bruder. 80 Cent pro Rolle, was ist das denn hier? Anzeige. Rollen für 75,84. Dreilagiges Toilettenpapier. Okay. 2016 Rollen gibt's ein Ersparnis. Der zahlt zu 866,88. Wer hat denn 816 Rollen? Nee, 2016 Rollen. Wir hatten so viele Rollen. Bindemann Verpackung. Besser verpacken, die haben die. Okay, krass. 150 Blatt pro Rolle. Eine Palette wären 2016 Rollen. Da kriegst du eine ganze Palette. Kann ich die Palette auch behalten?
kannst du dann wieder Bett benutzen direkt, ne? Ja, so ein Palettenbett. Mega starkes Bett. Das haben die coolen Hipster heutzutage halt, das ist wahr. Dann sag ich dir. Der eBay-Kleinanzeigen ist auch schon irgendwie ganz nice, finde ich. Ich habe noch nie, also eBay bin ich komplett raus. Also ich habe noch nie auf Kleinanzeigen irgendwas gekauft. Aber wenn man da so guckt und sich so denkt, also während gerade jetzt während Corona, ich bräuchte was schnell, würde ich gucken. Ich gucke halt gerade, weil ich eventuell ein neues Mikro kaufen muss. Weil ich nicht weiß, ob mein altes noch funktionieren wird. Aber das Mikro, das ich gekauft hätte, gibt es hier nicht in Osnabrück aktuell. Bietet keiner an. Schade. Ja, ich hab noch nie etwas auf eBay gekauft. Auch früher auf eBay, klar. Nee. Ich weiß nicht. Amazon noch kein Ding. Ich habe auch früher Sachen versteigert. Oder ersteigert. eBay ist für mich halt so eine Seite, da sind nur Verbrecher. Ja, wenn du an mich gelandet wärst, würdest du das wirklich glauben, weil ich natürlich auch damals schon faul war und keine Lust hatte, den Shit zu verschicken. Das hat immer ewig gedauert. Muss die Leute ja auch mal 3 Wochen warten. Oh mein Gott. Ja, genau. Ja, keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, also immer wenn ich die Leute höre, so, oh, ich hab mal was bei eBay bestellt, denke ich mir immer so, es ist so, es ist das Universum, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist einfach, dass Menschen das wirklich tun. Glaube ich nicht. Doch. Glaub tun sie. Ich nicht. Kannst du mir glauben, Cornel, da tun sie. Und bereuen es. Ja, es gibt auf eBay nur private Verkäufer, ne? Also es gibt da. Nein, das ist lange vorbei. Also, eBay ist heutzutage wie Amazon eigentlich. Du kriegst da auch alles neu. Ja, aber das sind alles Verkäufer. Also es gibt eBay also, selber verkauft. Ja, was heißt privat, Leute? Das sind auch Händler mittlerweile. Ja, ja. Wie auf Amazon, hast du es doch auch. Ja, aber auf Amazon kannst du auch bei Amazon kaufen. Ja, bei eBay kannst du. Ich glaube, man kann auch mittlerweile Sachen bei eBay selbst kaufen. Ja. Aber das weiß ich nicht. Das ist ungefähr das gleiche wie Amazon, ja. Mittlerweile. Hm. Also mein Vater schwört zum Beispiel immer noch auf eBay. Der kauft immer auf eBay, anstatt auf Amazon. Total verrückt, oder? Ja, das halte ich für. Also das Problem ist halt, du musst halt auf Amazon immer aufpassen, ne? Weil auf Amazon gibt es halt auch, du kaufst halt bei Amazon oder halt bei anderen Händlern. Und wenn du bei anderen Händlern kaufst, dann musst du natürlich aufpassen. Ne? Jetzt mein Bruder zum Beispiel, der hat irgendwie sich irgendwas gekauft von so einem, irgendwo aus Asien und ist nicht angekommen. So, ja, wow. Das, ja, kann passieren, ne? Aber das kommt halt davon, wenn man irgendwas aus Asien kauft, was auch aus Asien geliefert wird, ne? Da muss man halt vielleicht vorher drauf achten. Also mir wurde mal ein Cosplay aus Asien geliefert und das hat alles wunderbar funktioniert. Natürlich, ja, es gibt halt solche und solche, ne? Das ist ja immer so. Aber das, was aus Asien nicht klappt, ist halt wahrscheinlich, ja? Und dann gibt es halt immer Leute, die das nicht checken, dass die nicht bei Amazon gekauft haben, sondern bei einem Händler aus China oder aus Asien irgendwo. Dann verstehen die den Unterschied nicht. Aber ich habe doch auf Amazon gekauft. Nee. Also ja, aber. Also ich verstehe den Unterschied schon. Ja. Also meine Eltern aber auch nicht. So, keine Ahnung. Du hast einen Kaufvertrag mit diesem chinesischen Händler. Du bei Amazon. Nein. Du hast einen Kaufvertrag mit dem chinesischen Händler gemacht. Das ist ja aus dem Lager von dem chinesischen Händler. Das ist die Ware von dem chinesischen Händler. Das gehört alles Amazon nicht. Der kann nicht Amazon sagen. Ja. Und dann muss er halt im Zweifel halt den Händler verklagen, wenn der irgendwas Scheiße gemacht hat. Ja. Ich möchte aber dich verklagen. Geht. Ja, das funktioniert leider nicht. Schade. Leute, das war ein sehr schönes Let's Play. Juhu. Ich hoffe, ihr könnt euch hier mit irgendeinem Pokémon identifizieren. Ja. Definitiv. Es haben voll viele Leute gesagt, dass Dragoran hässlich sei. In seiner shiny Form, aber ich finde mega hübsch. Ja. Geht, ne? Erinnert mich immer so ein bisschen an Tabaluga. Alter.
Jetzt hab ich Bock auf Tabaluga. Mhm. Eis. So, Leute. Wenn ihr mehr Pokémon wollt, kriegt ihr es nicht. Habt ihr euch verkackt. Lasst es uns wissen, ne? Ihr wisst Bescheid. Das habt ihr euch verkackt auf Lebenszeit, Freunde. Bis dann.